Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Hatten wir das durch hier? Ah ja, genau, das hat nach der Cutscene gespeichert, okay. Alle bewegliche Habe verschwunden. Nichts als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Ach so, die Kamera wechselt nicht, nachdem ich hier. Ja. Okay. Kaninchen weg, Typ weg, Bericht weg. Schade, schade. Da kommen wir wohl nicht raus. Nee, hier ist auch nichts weiter, okay. Hier geht's raus. Und es schneit. Vielleicht ist es auch Fallout, ich bin mir nicht sicher. Okay. Wird das jetzt so ein fließender Übergang ins Wunderland? Wenn hier schon die Pilze wachsen und die zerbrochene Kugel da stand? Okay, das ist ein bisschen großartig. Den fließenden Übergang finde ich ein bisschen gut. Dieser verfluchte Verfall, er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Tal der Verdammung. Wow, da starte ich ja mit richtig vielen Hitmanns. Wollte ich mich nicht beschweren, aber ich kriegte dazu. Das ist ein... Ja, Gott, du schon wieder. Wer hat dich denn eingeladen? Ach ja. Volle Hitpoints. Das war doch einigermaßen akzeptabel. Raupe? Bitte. Wir rauchen erstmal. Finde ich gut. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. Ich dachte, es ist vielleicht irgendwas, aber es ist einfach nichts. Gut, dann nicht. Auch nicht, doch. Mehr Verfall? Warum denn?
darüber? Vermutlich, ne? Der ist richtig großartig. Aber auch so tut's. Was ist denn das? Muss hier mal ein Levelteil nachgeladen werden? Oder? Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Tragen. Fläschchen. Und ein paar Zähne zum Mitnehmen. So, die Frage ist, ich drücke ständig ausweichen statt schrumpfen. Wir müssen wahrscheinlich darunter. Warum liegt das da? Ich weiß es nicht. Das habe ich die letzten 4-5 Stunden nicht gemacht. Also nicht, dass ich die letzten 4-5 Stunden am Stück gespielt hätte, aber es lief doch vorher problemlos. Warum sehe ich jetzt die ganze Zeit die Unsichtbaren? Ich meine, ich finde das ganz gut, aber ein bisschen verwirrt bin ich doch. Kriegen wir da vorne eine neue Waffe? Das sieht verdächtig danach aus. T-Kanone, noch nie dagewesen. Automatischer Dampfablassdeckel, brandneu. Schießt verheerende T-Granaten. Druckmesser im Zifferblatt, im Zifferblatt-Design. Spontan T-Party schmeißen, ein Volltreffer. Okay. Ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Okay. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Okay. Also mehr so ein Distanzdinget. Schwache Strukturen aus der Ferne. Okay. Okay, zu zielen wird aber auch eher interessant. Das Ding schießt nämlich überall hin. Anvisieren geht das. Ohne Anvisieren eher nicht so. Schlappern, oder?
ein bisschen. Ist er noch nicht tot? Alter, wie soll ich da ausweichen? Hallo? Geht's noch? Ja, das Ding ist einfach schneller als ich. Also selbst mit Ausweichen bin ich langsam. Gott, ist das eine Scheiße. Immer noch nicht, meine Güte. Schon ein bisschen nervig. Finally. Dafür kriege ich nicht mehr Hitpoints wieder? Wollte gerade sagen. Okay, das war... Naja. Sprechen wir nicht drüber. Alter, warum leckt das denn heute so? Den Rechner gerade frisch neu gestartet. Ich habe exakt nichts im Hintergrund laufen. Dahin gezielt habe. Gott, ist das Ding scheiße. Ja, hier sind Zähne, wir können damit rechnen. Genau genommen sind da eigentlich nur Hitpoints, keine Zähne, aber nun ja. Hiermit? Nix? Okay. Sag mal. Okay. Das funktioniert so weit. Okay. Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Hier kommen wir doch total her. Ich bin so verwirrt. Merkt man mir gar nicht an, oder? Ich bin erschüttert. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Alle Dinge ändern sich mit der Zeit. Oft nicht zum Besseren. Tja, ja.
alle 2 Minuten sind halt nicht so geil. Du schon wieder. Das Schöne ist, mit dem Pferd können wir das Ding auch so vermachen. Rot und Geflacker und hier und da geht schon ein bisschen auf die Augen. Nur ein bisschen. Und wir rauchen mal wieder. Hab ich gemacht. Na? Ach so, da kommen jetzt gar keine Weisheiten mehr. Das war einfach nur... damit wir hier den Kram sehen. Oder oben ist eine Flasche. Oder eine Erinnerung an zum beiden. Ich würde sagen, wir müssen erstmal hier rüber, oder? Rüber müssen wir was. Sag mal. Wer oder was? Du. Adieu. Boah, ist doch nicht wahr. Und die Wand aus der Pass. Welche Wand? Ach, die Wand. Geht ja super. Ich hoffe, das Ding kommt wieder zurück, sonst habe ich ein Problem. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne noch da hoch. Dazu muss ich aber, glaube ich, erstmal da hoch. Stelle fest, da ist nichts drin. Gehe hier hoch, komme. Wo auch immer ich hin wollte, noch nicht hin. Das wird interessant. So, geht auch. Ja, geht doch. So viel dazu.